Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Von Jahr zu Jahr werden die Entwicklungen in der Militärindustrie produktiver, einzigartiger und lösen ein breiteres Spektrum von Problemen. Dazu gehören Kriegsschiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge und andere Ausrüstungen. Heute zeigen wir dir die 10 neuesten militärischen Entwicklungen. GM Defense ISV. GM Defense entwickelt ein flexibles und geländegängiges Infanterie-Squad-Fahrzeug der nächsten Generation, um der US-Armee schnelle Bodenmobilität zu ermöglichen. Es ist in der Lage, Operationen neu zu positionieren, indem es den Soldaten Bewegungs- und Handlungsfreiheit bietet. Der ISV basiert auf der mittelgroßen LKW-Architektur des Chevrolet Colorado ZR2 und ist mit mehreren kommerziellen Standardkomponenten integriert. Der ISV kann bis zu 9 Soldaten einschließlich Fahrer aufnehmen. Das Fahrzeug ist mit dem UH-60 Black Hawk Hubschrauber auf einem externen Hebegurt lufttransportierbar oder wird intern mit dem CH-47 Chinook Hubschrauber transportiert. Es unterstützt auch den Abwurf mit niedriger Geschwindigkeit durch C-130 oder C-17 Flugzeuge. Patria AMV-XP. Patria AMV-XP ist die neueste Version des 8x8 Mehrzweck Patria AMV Armored Modular Vehicle, das von der finnischen Firma Patria entwickelt wurde. Das Fahrzeug soll zusätzliche Nutzlast, Leistung und Schutz bieten. Es verfügt über eine fortschrittliche Missionsausrüstung, um die Einsatzfähigkeit in der modernen Kriegsführung zu verbessern. Das AMV-XP kann mit 120mm Direktfeuerkanonensystem, Mittelkaliberwaffensystem, dem 120mm Mörserturm Patria Nemo sowie mit Panzer- oder Flugabwehrraketensystem integriert werden, um eine überlegene Feuerkraft zu erzielen. Sie bietet ballistischen Panzerschutz bis zur Stufe K5+ und Minenschutz der STANAG Stufe 4A-4B oder darüber. Bell V-280 Valor. Die Bell V-280 Valor ist ein Kipprotorflugzeug, das von Bell und Lockheed Martin für das Future Vertical Lift Programm der US-Armee entwickelt wurde. Der Erstflug der V-280 fand am 18. September 2017 in Amarillo, Texas statt. Es wird berichtet, dass die V-280 für eine Reisegeschwindigkeit von 280 Knoten, 520 Stundenkilometern, ausgelegt sein soll, daher der Name V-280. Das maximale Abfluggewicht liegt bei etwa 14.000 Kilogramm. Ein wesentlicher Unterschied zum früheren V-22 Osprey Tiltrotor besteht darin, dass die Triebwerke an ihrem Platz bleiben, während die Rotoren und Antriebswellen kippen. Der V-280 hat eine vierköpfige Besatzung und kann bis zu 14 Truppen transportieren. Ares. General Dynamics hat eine neue Familie von gepanzerten Fahrzeugen für die britische Armee entwickelt, die den Namen Ares erhielt. Die ersten beiden Ares wurden 2019 an die britische Armee geliefert. Alle gepanzerten Fahrzeuge müssen bis 2024 ausgeliefert werden und werden mindestens 30 Jahre lang im Einsatz bleiben. Die Besatzung des Ares besteht aus 3 Personen, darunter der Kommandant, der Fahrer und der Richtschütze. Und es sind bis zu 7 voll ausgerüstete Soldaten an Bord. Es gibt auch Platz für Spezial- und persönliche Ausrüstung. Die Ares ist mit einer ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet, die mit einem 12,7mm Maschinengewehr bewaffnet ist. Sie kann Bodenziele und tieffliegende Luftziele wie Hubschrauber und Drohnen bekämpfen.
Patria Nemo. Bei der Nemo handelt es sich um einen ferngesteuerten 120mm Mörserturm mit einem einzigen Lauf, der derzeit von Patria Land in Finnland entwickelt wird. Es handelt sich um eine leichtere Version des Amos-Mörsersystems, das seit 2013 bei den finnischen Streitkräften im Einsatz ist. Der Nemo kann in den meisten APCs und auch in kleinere Landungsboote eingebaut werden, wie zum Beispiel in die finnischen Landungsboote der Jurmo-Klasse oder in die schwedischen Schnellangriffsboote der CB90-Klasse. Die Patria Nemo ist modular aufgebaut und garantiert daher ein Höchstmaß an Flexibilität und Fähigkeit zu weiteren Aufrüstungen für unterschiedliche Anforderungen, um den spezifischen Anforderungen moderner Kriegsführung und Bedrohungen in einer sich verändernden Umgebung gerecht zu werden. Puma LE. Puma LE, Long Endurance, ist ein unbemanntes Flugzeugsystem der nächsten Generation mit erweiterten Einsatzbereich, das von AeroVironment entwickelt und hergestellt wird. Der Puma LE bietet verbesserte Bilder, die für Aufklärung, Überwachung und Erkundung bei Tag und Nacht erforderlich sind. Es kann sowohl im Land- als auch im Seebereich eingesetzt werden. Der Puma LE trägt die kardanisch aufgehängte Nutzlast Mantis I-45 von AeroVironment. Die kardanische Aufhängung wiegt 850 Gramm und hat einen Durchmesser von 4,2 Zoll. Die maximale Nutzlastkapazität des Flugzeugs beträgt 2,5 Kilogramm. Der Puma LE hat eine Reisegeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern und eine Strichgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern. Die Flugdauer der UAS beträgt etwa 5,5 Stunden. HH-60W Jolly Green 2. Die US-Luftwaffe enthüllte den Namen ihres neuesten Kampfrettungshubschraubers HH-60W auf dem Symposium 2020 Air Warfare Association in Orlando, Florida. Der Name des Hubschraubers, der als Jolly Green 2 bekannt ist, wird zu Ehren der Besatzung vergeben, die als erste Such- und Rettungseinsätze aus der Luft durchgeführt haben. Der HH-60W verfügt über eine Vielzahl von Fähigkeiten, darunter das fortschrittliche Kommunikationssystem ARC-210V, Rockwell Collins Avionik und Flugausrüstung sowie ein fortschrittliches Glascockpit. Der von Lockheed Martin hergestellte Hubschrauber HH-60W wird Operationen wie militärische und zivile Evakuierung, medizinische Evakuierung, Katastrophenhilfe, humanitäre Hilfe, Sicherheit und NASA-Raumflugunterstützung durchführen. USNS Newport. USNS Newport ist der 12. Schnelltransporter der Spearhead-Klasse und wird vom Military Sealift Command betrieben. Es ist das vierte Schiff im Marinedienst, das nach Newport, Rhode Island, benannt wurde. Die Newport ist für den Einsatz in flachen Gewässern konzipiert und kann für mehrere Missionen eingesetzt werden, darunter Katastrophenhilfe, Unterstützung von Sondereinsätzen, Sicherheitskooperation und neue Konzepte des gemeinsamen Einsatzes auf See. Es kann 545 Tonnen Fracht über 2223 Kilometern bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 64 Kilometern die Stunde befördern. Dieses Transportschiff verfügt auch über ein Flugdeck, um den Start von Flugzeugen zu unterstützen. Die USNS Newport wird voraussichtlich Ende 2020 an das Militär ausgeliefert. MH-139A Greywolf. Der MH-139A Greywolf von Boeing ist ein Multimissionshubschrauber, basierend auf dem bewährten kommerziellen Hubschrauber AW-139, zum Schutz von Interkontinentalraketen und zum Transport von US-Regierungs- und Sicherheitskräften.
Der in den Vereinigten Staaten hergestellte MH-13A ist eine sofort verfügbare Standardlösung, die Leistung, Einsatzflexibilität und Sicherheit vereint. Mit unübertroffener Systemintegration, einem hochmodernen Avioniksystem und fortschrittlicher Flugdeckfunktionalität bietet das moderne MH-139A eine konkurrenzlose, operative Flexibilität und Leistung, die der US-Luftwaffe noch jahrzehntelang dienen wird. Insgesamt ist die Anschaffung von 84 Hubschraubern für den Bedarf der Armee geplant, die 30 Jahre lang Kampfeinsätze durchführen muss. Boeing FARA. Boeing hat Einzelheiten zu seinem Future Attack Aircraft bekannt gegeben, seinem Teilnehmer am Prototypwettbewerb der US Army. Der Hubschrauber, der nach dem Programm benannt ist, für das er entwickelt wurde, wurde nach einer Geheimkampagne von Boeing als Ersatz für den Aufklärungshubschrauber Bell OH-58 im Detail enthüllt. Boeing konkurriert um den Auftrag gegen Bell, Sikorsky, Karim und AWX-L3 um den Auftrag. Der Siegerhubschrauber wird 2023 im Rahmen eines staatlich geförderten Abfluges ausgewählt, bevor er von einem Wettbewerb zu einem Rekordprogramm übergeht. Boeing sagt, sein FARA-Hubschrauber sei eine agile und voll integrierte Plattform, die speziell für die Zwecke und Anforderungen der US Army entwickelt wurde. Das ist alles, Freunde. Danke fürs Zusehen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche militärische Erfindung euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf Gefällt mir und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine interessanten Videos mehr verpasst.